Da habe ich jetzt einmal zwei Bruchtherme, die ich addieren möchte. Und die Reihenfolge der Schritte ist immer gleich. Ich suche mir zuerst den gemeinsamen Nenner. Genauso wie wir das vorher gemacht haben. 5 ist ja schon die Primzahl A. 20 kann ich jetzt zerlegen in 2 mal 2 mal 5 mal B. Dann habe ich gesagt, die gemeinsamen können wir streichen und den Rest einfach multiplizieren. 2 mal 2 mal 5 mal A mal B ergibt 20 AB. Machen wir das gleich auf einem großen Bruchstrich. Der gemeinsame Nenner oder der Hauptnenner ist also jetzt 20 AB. Da habe ich nur stehen 5a. Was ist da das Fehlende? Ich habe das 5 plus 2x, was vorher da war. Und ich muss das jetzt noch multiplizieren. Und zwar mit 4b. Das ist genau der Teil, der da fehlt. Plus 2 plus 4x. Welcher Teil fehlt dem? 20 steht schon da. B steht schon da. Fehlt nur mehr das a. Nächster Schritt, ausmultiplizieren von den Klammern. 4 mal 5 ist 20, b, plus mal plus ist plus, 2 mal 4 ist 8, bx, plus, wenn da jetzt ein Minus wäre, dann hätte ich sofort eine Klammer machen, gell? A mal 2 ist 2a, plus 4ax dividiert durch 20ab. Man kriegt dann irgendwann einmal so ein geübtes Auge und sieht sofort, ja, holla, Moment, da, es kommt da zwar kein a vor, es kommt da kein b vor, es kommt da kein x vor, aber was auf jeden Fall bei allen gemeinsam ist, nämlich da und da oben, das ist der 2er. Den hebe ich jetzt einfach einmal heraus. 2 mal Klammer. Da fehlt jetzt 10b. Da fehlt jetzt 4bx. Da kommt a. Da kommt 2ax. Und unten habe ich 2 mal 10ab. Und schon kann ich das durch 2 kürzen. Wenn wir es jetzt noch schön machen, optisch schön, dann tut man das sortieren, wie wir es im Alphabet gelernt haben. Zuerst kommt das A, dann AX, dann B, dann BX. Und das, was jetzt noch fehlt, was darf nicht passieren? Sieht man es noch? Definitionsmenge. Alle reellen Zahlen ohne A darf nicht 0 werden, B darf nicht 0 werden. Passt. Gewonnen.